So, weiter geht's noch mit dem Nörg. Verdammte Banditen! Man kann nicht mehr auf die Straße raus! Zuvor haben sie wenigstens keine Frauen getötet. Wenn du dich mit dem Bettlerkönig anlegst, ist keine Gnade. Arme Lika. Letzten. Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der vierte Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Einer von denen? Gab es also noch mehr solche Leichen? Oh ja. Bettler, Gassenjungen, Bordsteinschwalben. Einer davon war so stattlich, dass ich sie in Teile schneiden musste, um sie auf den Karren zu kriegen. Schlüpfrige Schnepfe nannte man die wegen. Über manche Dinge schweigt man besser. Was ist mit den Einzelteilen passiert? Was meinst du? Hochwürden Nathaniel hat angeordnet, dass sie verbrannt werden. So eine Schande. Schande? Warum? Ach, schon gut. Noch etwas, worüber man besser schweigt. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Fledderer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! So wild bist du aufs Geld? Na schön, hier. Jetzt rede. Was hast du gefunden? Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Hey, verdammte Scheiße! Wofür war das? Für alles. Super. Ich hab einen sehr erhöhten Abschluss. Auf diesem Prinzip man einen Fächer und einen Schwerter-Anfänger. Götter, was ist hier passiert? Monster müssen sie gejagt haben. Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit? Na, Schwester? Ist er das? Woher? Au! Jetzt links! Links! Wir müssen ihn umzingeln! Ja. Sorsten. Schlachte die Missgeburt ab! Los! Auf ihn! Ihn umzingeln! Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben? Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Deswegen meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla.
hätte er sie erledigt, der Hundensohn. Ich weiß. Ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen können. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe. So wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispel Lotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Mir dröhnt der Schädel. Pass auf, Penner! Novigrad ist nicht dein Revier. Menschlich. Von Priscilla. Den Geruch kenne ich. Formaldehyd. Formaldehyd. So weiter. Der Fußabdruck eines Mannes, vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Ja, da weißt du Bescheid, ne? Pass auf, Penner! Novigrad ist nicht dein Revier. Da weißt du schon mal... Nur einen einzigen Humpen. Sorry. Da weißt du schon wieder, das ist kein Mensch, sondern irgendwas anderes. Hey, Hexer! Der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Das ist doch bestimmt. Du bist Chase. Keine Falle. Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los!
Fetzer! Striegel! Bei Fuß! Was für ein Name. Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Dumme Tölen! Platz! Komm rein. Langsam. Sonst beißen sie. Wirklich niedlich, die Burschen. Spinnst du? Sogar mir machen sie Angst. Aber besser bellende Hunde als böse Männer auf der Schwelle. Dachtest du an jemand Bestimmtes? Natürlich. Um das Schwein, das Fabian getötet hat. Als sie seine Leiche abgeholt hatten, bin ich sofort zu einem Freund gelaufen, der Kampfhunde züchtet. Hab diese beiden Kollegen gekauft. Musste ganz schön was springen lassen. Aber wenigstens schlafe ich ruhig. Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Bus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meyer und Meyer. Mhm. Und jetzt heißt sie nur Meyer? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da, ein Zwerg scheren? Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. Irgendwas stimmt ja nicht. Besorgte Bürger. Der Mörder hat was Schweres geschleift. Was über den Boden gezogen. Oder eine Leiche. Wand zur anderen. Mehrmals. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Noch mehr Blutflecken, aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre, außer
Jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Sicherheit nicht. Ich fühle es nicht. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. So, danke dir. So. Treiben wir nochmal zu der Leichenbeschauer. Da hat bestimmt noch irgendwelche Anhaltspunkte. Irgendwas muss ja hier passiert sein. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Gib uns einen Körper. Ich hab ein ganz dummes Gefühl. Irgendwer macht ja Wissenschaft. Um alte Güte, das ist doch. Ich glaube, ich habe Organe sammeln oder so. Macht man das nicht? Und der da? Willkommen, Meister Hexer. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Von Graz. Von Graz hat mir alles über dich erzählt. Ah, zweifellos hast du erfahren, wie ich den edlen Anführer der Studentenproteste in den Kerker werfen ließ. Aber hast du auch gehört, dass die Proteste alles andere als friedlich waren? Oder hat er das zu erwähnen vergessen? Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Joachim hingegen, die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Wie alt ist von Graz? 50? 60? 53, glaube ich. Warum fragst du? Du siehst reichlich jung aus, um sein Lehrer gewesen zu sein. Kein Wunder. Ich lebe seit Jahren im Kalten und Dunklen und atme Balsamierungsdämpfe ein. Die Arbeit mit Leichen verlängert das Leben. Amüsant, nicht? Wer ist das Opfer? Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt, wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Du magst Nathaniel nicht? Wer mag ihn schon? Er ist grausam und unberechenbar. Einmal kam er hier reingestürmt, griff sich das Skalpell, das ich gerade sterilisierte, und schnitt mir in den Rücken bis auf den Knochen, weil ich vergessen hatte, den Lagerraum zu versperren. Es ist nicht leicht, so jemanden zu mögen. Meinst du nicht auch? Fangen wir an. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut. Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Mit Sicherheit. Patricia Wegelboot. Götter! Er kennt keine Grenzen. Die Herrin Wegelboot anzugreifen, Erbin einer so herausragenden Familie. Wo ist sie? Sag es mir. Sie residiert auf einem Landsitz, nördlich von Ochsenfurt. Ich muss sie finden. Sofort. Worauf wartest du, Geralt? Der Mörder könnte schon beim Anwesen der Wegelboot sein. Warte mal.
Ja, wir sind jetzt unterwegs, ja. Warte mal. Bis zum nächsten Mal, Hexer. Das Gedächtnis, dann kriege ich halt nicht mehr. Ja, man muss ja nicht alles machen, ne? Ich war mal so saublau. Ordnung muss sein. Nichts mehr mit dem Rennen jetzt. Nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Dann nochmal kämpfen. Ist nicht so schlimm. Man muss nicht immer alles machen. Was willst du? Ich will Patricia Wegelboot sprechen. Du glaubst wohl, jeder der hergelaufene Strolch könnte. Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast, schmeißen sie meinen Hintern hochkant raus. Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrin Wegelboot. Aber keine Tricks, klar? Ja, guter Mann, wenn du Arbeit suchst. Ich weiß nicht, ob ich so gut bin. Ich heiße Geralt. Ich suche Patricia Wegelboot. Sie schwebt in Lebensgefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Wie lange das noch so sein wird? Keine Zeit für Erklärungen. Vertrau mir, bitte. Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Ein ideales Feuer für Belletine. Ist nur die falsche Jahreszeit. Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Einer schweren. Wir waren in Novigrad. Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Dann hat sie sich eingeschlossen. Wir müssen uns beeilen. Hörst du? Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sollten reingehen. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Tür raus! Schnapp ihn! Was? Tür runter. Ausschwärmen! Der Mörder ist noch hier! Da ist er! Auf ihn! Ich werde nicht.
Halt! Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen. Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mädchen. Ich bring dich jetzt zur Erbin. Na schön. Der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepfuscht hättest. Geh mir aus den Augen, sofort! Mutter, warum hat er ihr das angetan? Warum? Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen Opfern. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte! Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Da haben wir's. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Zu offensichtlich. Diesmal kommt er nicht davon. Einfach mal zu offensichtlich hier. Ich muss aber hier noch aufnehmen. Aufnehmen. Predigt eines, vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer alles in seinem Weg verschlingt, vor niemanden und nichts halt macht. Das Feuer verbrennt alle Sünder, ob sie Bettler oder Prinzen sind, ob Menschen oder Anderlinge, ob schwach oder mächtig. Wer seine Gelobe bricht, wer die Ratschläge der Kirche nicht befolgt, wer die falschen Götter ehrt, soll in seine Flammen Asche vergehen. Lebt in der Wahrheit des ewigen Feuers. Hört auf seine heiligen Männer, denn sie sind eure Hirten. Ein besagter Hirten. So, ich weiß, aber ich kann so nicht arbeiten. Tschüss. So, jetzt findet die Süße nicht hinter der Brücke. Tot. Ich hab's versucht. Ich hab es versucht. Ja, Mann. Ich hab gedacht, ich kann abkürzen, aber Geralt hält halt nichts aus. Er hält einfach mal nichts aus. Es ist furchtbar. Warum hält er nichts aus? Weil wegen. Ne? Ist schon schade. So, muss ich denn jetzt nochmal alles machen? Aber ich lese es jetzt nicht nochmal vor, okay? Es sei denn, damit halten wir mal, untersuchen. Dieselben Wunden wie die anderen Opfer. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Ich muss zur Krüppel-Kati. Schnell. Aber erstmal meditieren. Gut, so, jetzt ist los hier. Nochmal runterspringen? So war das doch gar nicht. Geh mir aus den Augen. Hier ist es ungleich. So ist es gut. Schafft eure Frauen weg, da kommt ein Hexer.
Feste betrunken? Ah. Oh. Nehmen wir an, das wird schon irgendwo aufhängen. Das ist ja wieder mal hier. Na, ich glaube, von hier hat sich der Arsch. Geht zum schnellsten. Du bist der berühmte Geralt von Riva, nicht wahr? Wow! Willkommen, willkommen! Sei doch ruhig, mit der will ich doch mal nicht. Auf Wiedersehen. Bis dann. Ich will einfach nicht mein Pferd. Das ist nicht die beste Angriffe auf dieser Seite des Kontrolls. Meiner Blöze. Hast du diese Arme wichtige Sachen? Los, los! Schweine. Überall Schweine. Oh! Wie konntest du nur? Das ist was? Alles viel zu offensichtlich, Leute. Ich glaube nicht. Aber bloß eine falsche Spur gelegt, mit Sicherheit. Sowas von ganz sicher. Bist du Rolling? Okay, so. So reingehen von dem Saft, Leute. Die süße Nettie. Wo ist sie? Oben. Aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Das wird ein Dreier-Schätzchen. Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Willst du mich beißen, Wölfchen? Nein. Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich. Dich wird gleich die ganze Stadt hören. Das ist doch nicht. Und schon wieder störst du mich, wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Erzähl mir zuerst, warum du das machst. Zum Spaß. Es ist befriedigend. Man kann mit Huren viele befriedigende Dinge tun. Überwiegend traditionell. Es ist nicht nötig, sie zu töten, glaub mir. Wer redet denn von töten? Ich könnte nach ein paar Verbrennungen Schluss machen. Dritten Grades vielleicht, aber trotzdem. Diese rosige Haut wird bestimmt besonders knusprig. Ist einfach nur dumm. Ich kann mir diese Scheiße nicht länger anhören. Niemand zwingt dich dazu, Mutant. Du wirst es nie lernen. Das ist er aber nie. Das ist doch falsch, ja. Ich hab jetzt keine andere Chance. Du bist frei. Danke. Danke. Wenn du nicht wärst. Er hat gefragt, ob ich alles mache. Wenn der Preis stimmt, natürlich, habe ich gesagt. Da lächelte er. Götter, wie abscheulich. Und schlug zu, dass ich ohnmächtig wurde. Als ich aufwachte, war ich gefesselt. Und er machte den Spieß im Feuerhals. Beruhige dich. Er wird dir nichts mehr tun. Er wird niemandem mehr was tun. Das ist unbefriedigend. Da war es nämlich nicht. Auf mir drauf. Hey, hübscher.
aus den Ländern hinter dem Meer. Wir können uns gleich hier treiben oder bei mir. Du hast die Wahl. Grüß dich. Oh, die Welt geht unter. Ein Hexer hat mein Bordell betreten. Was ist daran seltsam? Du bist seltsam. Jeder weiß, dass Hexer widernatürliche Mutanten sind. Und dies ist ein anständiger Puff. So. Wir haben die Nutten Prinzipien. Also, spuck's aus. Bist du in der Hose sortiert wie ein normaler Mann? Als ich zuletzt nachgesehen habe, war alles da, wo es hingehört. Hast du was zu verkaufen? Schön, aber das nützt mir sowieso nicht. Das wiegt ja alles nichts hier, das ist ja das Problem. Ich habe Lust, Karten zu spielen. Dazu werden nur Hände gebraucht. So heute. Na, dann lassen wir da alles so. Geht los. Nein, möchte ich nicht. Zack. Ich bin am Zug. Naja, ja. Mach schnell jetzt. Will ich nicht. Ja. Sehr gut. Verdoppelt sich das eigentlich hier? Was habe ich noch? Mal gucken. Bin ich gespannt. Nochmal Nebel.
Schade. Regen hätte mir geholfen. So. Glaubt mir meine Frau nicht. Wie wär's mit einem Dreierschätzchen? Soll ich noch ein Mädel dazu holen? Nee, ich meinte uns beide und dich. Langsam. Aber ich weiß es auch. Na gut. Das ist ein Kreuz mit den Helmern. Ich bin alles so leid. Ja, bitte? Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Angeblich ist wieder eine Leiche gefunden worden. Keine Augen im Kopf, kein Herz in der Brust. Wie geht es? Besser. Stimmt's? Ja. Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja, auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Ist aber nicht der Richtige gewesen. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Kümmere dich gut um sie. Das werde ich. Du wirst sehen. Ich kümmere mich besser um sie, als es die Dryaden im Brokilon täten. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Der ungefähr liegend. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter, Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Wunderbar. Alles Gute, Ritter Sporn. Auf der Bühne und auch sonst. Sehr unbefriedigend. Das war das falsche Ende. Ja, Geralt? Ich habe den Mörder gefunden und getötet. Es war Nathaniel. Ich habe ihn bei Kati auf frischer Tat ertappt. Er wollte gerade sein nächstes Opfer aufschlitzen. Der Wirt wollte mich fernhalten. Wichtiger Kunde, hieß es. Ich dachte, in Novigrad könnte mich nichts überraschen. Ich habe mich wohl geirrt. Gründlich. Danke, Geralt. Wärst du nicht gewesen, hätte das nie aufgehört. Hubert hat mir von deiner Vergangenheit erzählt. Noch lebendiger, als ich gedacht hätte. Ich habe keine Zeit für Rätsel, Geralt. Spuck's aus oder geh. Stimmt es, dass die Aufstände in der Universität Leben gekostet haben? Dass Leute für deine Sache gestorben sind? Ich war jung und dumm. Ich dachte, eine bessere Zukunft wäre jeden Preis wert. Auch ein oder zwei Menschenleben. Aber das sind Sünden der Vergangenheit, für die ich gebüßt habe. Warum ist die Universität in Ochsenfurt geschlossen? Weil es Radovid so gefällt. Hast du die Geschichte nicht gehört? Der Rektor wollte ihm einen Ehrendoktortitel verleihen. Die Fakultät war dagegen. Radovid erschien dennoch zur Zeremonie, legte eine Robe an, nahm seine Urkunde entgegen und als es vorüber war,
warf er die Dekane und den Senat in den Kerker, damit sie keinen Rabatz machen. Ich war seitdem im Vilmerius-Hospital. Vielleicht ist es das Beste. Ich bin mit dem Skalpell einfach besser als am Rednerpult. Sehr unbefriedigend. Ich kenne noch eine Chirurgin von der Oxenfurt Akademie. Sie heißt Chani. Kennst du sie? Kurze rote Haare, Sommersprossen. Und hoffnungslos idealistisch. Natürlich kenne ich sie. Sie war ein Jahr lang meine Assistentin. Weißt du, wo sie jetzt ist? Meine Leute sagen, sie würde irgendwo an der Front Pikiniere zusammenflicken. Ich habe ihr gesagt, dass es zwecklos ist. In der Zeit, in der sie 100 rettet, sind 1000 weitere gestorben. Aber mit überzeugten Ärzten kann man nicht diskutieren. Eine sehr unbefriedigende Leb wohl. Geschichte hier. Na gut. Jetzt schauen wir die anderen. Dann ist das halt erstmal so. Mittagessen jetzt, kommt vielleicht der Melanie mal wieder, ne? Bis bald. Ciao. Danke fürs Zuschauen.